Robert Habeck. Kaum ein Name ist derzeit mehr in den Schlagzeilen, neben Julian Nagelsmann vielleicht. Energiepreisbremse, Haushaltsurteil, der Mann hat ganz schön viel um die Ohren. In unserem Schwerpunkt blicken wir heute zurück zu einem folgenreichen Postenpoker zwischen eben jenem Robert Habeck und Christian Lindner. Warum der Wirtschaftsminister sich dabei verzockt hat und jetzt die Konsequenzen spürt, dazu gleich mehr. Moin und einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 21. November. Ich bin Yannick Burgemeister und habe euch die Themen Sportstätten in SH verwahrlosen, Glitzerverbot, unnötig oder sinnvoll und Dauerregen sorgt für Probleme mitgebracht. Und hier noch ein Hinweis. Guten Morgen SH gibt's auch in unserer neuen SAZ Audio App. Die gibt's zum Runterladen überall, wo es Apps gibt. Alle Podcasts und Nachrichten von uns gibt es dort mit einer kostenlosen Registrierung. Den Link findest du in der Beschreibung. Aber jetzt schauen wir erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Robert Habeck ist Wirtschaftsminister, Christian Lindner Finanzminister. Das wisst ihr sicherlich. Doch es hätte auch ganz anders kommen können, hätte sich Robert Habeck im Herbst 2021 anders entschieden. Mein Kollege Henning Beeth gesagt, dass sich Habeck damals verzockt hat. Henning, was genau meinst du mit verzockt? Zunächst wollten Lindner und Habeck ja beide Finanzminister werden. Habeck hätte es auch werden können, weil die Grünen als zweitstärkster Koalitionspartner sich als Erste ein Ministerium aussuchen durften. Trotzdem hat Habeck dann das Finanzressort Lindner überlassen. Der Grund dafür war, dass die Koalition gleichzeitig beschlossen hatte, 60 Milliarden Euro in einen neuen großen Klima- und Transformationsfonds zu übertragen, der dann dem Bundeswirtschaftsministerium und Klimaschutzministerium zur Verfügung stehen sollte. Mit diesem Geld kam Habeck dann das neue Wirtschafts- und Klimaschutzministerium deutlich attraktiver vor und darum hat er sich dafür entschieden. Nachdem das Verfassungsgericht aber nun diese 60 Milliarden wieder gestrichen hat, fehlt ihm das Geld natürlich und es stellt sich die Frage, ob er nicht doch besser Finanzminister geworden wäre. Okay, ich verstehe. Wie geht denn sein ehemaliger Rivale um den Posten, Christian Lindner, mit dem Urteil um? Kann er Habeck überhaupt helfen? Das ist jetzt eine Frage der Prioritäten. Die 60 Milliarden Euro, die bisher aus dem Fonds für Klimaschutz und Transformationsmaßnahmen bezahlt werden sollten, die muss die Ampelkoalition und auch der Bundesfinanzminister jetzt aus dem normalen Bundeshaushalt aufbringen. Und da muss sie entscheiden, wo setzen wir Schwerpunkte, wo sparen wir, wo investieren wir. Hier kann der Finanzminister natürlich auch Robert Habeck helfen. Aber es geht nur begrenzt. 60 Milliarden Euro lassen sich nicht ohne weiteres aus dem Bundeshaushalt ersetzen. Das war Henning Beeth aus unserer SH-Redaktion. Jetzt schauen wir zu unserer Klimanachricht. Das Klima-Update aus SH. Was haben Weihnachtsdeko, Make-up und Festival-Accessoires gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Doch bei diesen Dingen kommt man um eins kaum herum. Glitzer. Die EU hat eben das jetzt verboten, um weniger Mikroplastik zu produzieren. In den sozialen Netzwerken stößt das Verbot jedoch auf Empörung. Wir haben mit der Umweltanalytikerin Barbara Scholz-Böttcher über das Verbot gesprochen. Glitzer sei ihr zufolge kritisch zu sehen, weil es fast immer aus Plastik besteht. Zudem könne es schnell in die Natur gelangen. Wie genau die Umwelt durch Mikroplastik leidet, lest ihr auf saz.de. Löchrige Tartanbahnen, marode Sporthallen, alte Schwimmbäder. Den Sportstätten in Schleswig-Holstein geht es schlecht. Es gibt einen Sanierungsstau. Mehr als 8 Millionen Euro haben Schleswig-Holsteins Kommunen im vergangenen Jahr beantragt, um ihre Sportplätze zu sanieren. Bekommen haben sie allerdings weniger als 4 Millionen. In diesem Jahr ist der Bedarf sogar noch größer. 16 Millionen werden gebraucht, nur 7,5 Millionen Euro soll es geben. Und Hoffnung ist nicht in Sicht, das Geld fehlt vorne und hinten. Das Land Schleswig-Holstein versucht jetzt im Rahmen der Sportministerkonferenz Unterstützung vom Bund zu bekommen. Ja, und was noch so in Schleswig-Holstein wichtig ist, darauf schauen wir jetzt. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Regen, Regen, Regen. So lässt sich das Wetter in den vergangenen Wochen zusammenfassen. Das schlägt nicht nur vielen auf die Stimmung, so wie mir, sondern hat Teile Schleswig-Holsteins in wahre Seenlandschaften verwandelt. So wie an der Treene beispielsweise. Hier nähern sich die Wassermassen inzwischen bewohnten Bereichen.
Die Feuerwehren, wie beispielsweise in Silberstedt, sind deshalb in Alarmbereitschaft. In Langballig musste die Feuerwehr sogar schon ausrücken. Da hätten Kühe nämlich fast nasse Hufe bekommen. Das Wasser von einem überschwemmten Feld drohte, in den Kuhstall zu laufen. Doch die Feuerwehr konnte den Tieren und dem Landwirten helfen und pumpte das Wasser ab. In den kommenden Tagen soll es jedoch weiter regnen. Wenn ihr in den kommenden Tagen im Hamburger Stadtpark unterwegs seid, wundert euch nicht, wenn da aktuell Bäume gefällt werden. Schuld daran sind Borkenkäfer. Rund 120 Rotfichten sind durch den Schädling instabil geworden. Bei starkem Wind könnten sie umstürzen. Wann im Altonaer Volkspark wieder nachgepflanzt wird, steht noch nicht fest. Ja, und noch etwas Tierisches zum Abschluss. Am Strand von Sylt gibt es momentan mehr zu sehen als nur hohe Wellen. Kegelrobben und Seehunde sind besonders in der Schutzzone am Ellenbogen in List aktuell keine Seltenheit. Einen jungen Seehund in den Wellen vor Sylt haben wir auf saz.de in einem Video festgehalten. Und als Tipp, wenn ihr mal an der Nord- oder Ostsee einen Seehund in Not seht, könnt ihr ihn über die neue und kostenlose Robben-App melden. So, das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Mittwoch, den 22. November um 5.30 Uhr wie immer. Alle Themen könnt ihr natürlich auch auf saz.de nachlesen und kostenlos anhören. Macht's gut und habt einen guten Start in den Tag.